nahezu die Hälfte der Woche ist rum. Also Mittwoch ist es zumindest für die meisten von uns. Und das ist ein besonderer Tag für viele Schülerinnen und Schüler, denn ich sage jetzt erstmal, fertig. Letzter Schultag und das ist natürlich auch Grund zum Feiern, aber die Vergangenheit hat gezeigt, das hat nicht immer so gut funktioniert. Auf den Neckarwiesen in Heidelberg, da gab es durchaus in den letzten Jahren Ausschreitungen, da wurde viel Alkohol getrunken. In diesem Jahr ist die Polizei sehr gut darauf vorbereitet und wir haben uns das Ganze vor Ort angeschaut, weil Feiern ist ja auf jeden Fall gut und sollte auch gemacht werden, aber in Maßen. Außerdem schauen wir nach Walldorf. Da ist unser Kollege Max Fischer live vor Ort, denn Eintracht Frankfurt ist bei der FC Viktoria Walldorf, dem Fußballclub, zu Besuch für ein Freundschaftsspiel. Astoria, Entschuldigung. Und ganz am Ende der Sendung haben wir nochmal den Vergleich. Weißbrot oder Vollkornbrot? Da gibt es ja eigentlich den Mythos, Vollkornbrot sollte besser sein. Ist das wirklich so? Wir haben den Test gemacht. Viel Spaß. Ja, so ist das manchmal bei solchen Sendungen. Da muss man erstmal auch kurz vorher oder wenn die Sendung dann läuft, wieder alle Sinne sortieren. Die Schüler können es ja nachfühlen. Die mussten jetzt ein ganzes Jahr lang wieder hochkonzentriert sein. Das Ganze unter ordentlichen Anforderungen auch. Aber etwa 1,5 Millionen in Baden-Württemberg, die können jetzt erstmal durchschnaufen. Also vielleicht auch in die Ferien fliegen. Hoffentlich nicht heute, denn das könnte teilweise wirklich schwierig werden. Aber zumindest in den nächsten Wochen im besten Falle erstmal viel ausschlafen. Francesco Romano berichtet. Kollektives Durchatmen am Gymnasium Bammental. Endlich ist die Schule aus. Nach dem Gottesdienst in der Früh und einem kurzen Unterrichtstag klingelt es gegen 11:30 zum Start der Sommerferien. Mathelehrer Markus Jochum schaut zurück auf ein intensives Jahr mit Höhen und Tiefen. Im Fokus neben dem Krieg natürlich Corona. Gut, wir haben uns daran gewöhnt, wir haben uns angepasst. Das haben wir, glaube ich, alles sehr gut gemacht, auch die Schüler. Aber es reicht jetzt auch, das brauchen wir nicht nochmal. Das Wichtigste war, dass die Schulen offen geblieben sind, dass wir nicht mehr in Fernlernunterricht gegangen sind. Aber jetzt muss auch komplette Normalität eintreten, auch wenn es ganz sicher nicht passieren wird. Hoffentlich nicht, denken sich viele Schüler der 11. und 6. Klassen in Bammental. Die haben jetzt berechtigterweise die Nase voll von Corona-Routine im Klassenzimmer. Einerseits haben wir natürlich Maskenpflicht, das ist natürlich anstrengend, wenn man 11 Stunden in der Schule sitzt. Aber auch einige Mitschüler hatten es natürlich bekommen, manche auch stärker. Da fühlt man natürlich auch mit. Mit dem Selbsttest war es ein bisschen blöd, aber nach einer Weile hat man sich immer dran gewöhnt. Und jetzt sind wir aber alle froh, dass wir das nicht mehr haben. Ich fand es einfach nicht toll, dass man die ganze Zeit sich selbst nicht richtig sehen, nicht richtig verstehen konnte, andere nicht richtig verstehen konnte. Aber zum Glück ist ja jetzt wieder größtenteils die Verschränkungen vorbei. Für viele geht's jetzt in den Urlaub. England, Italien oder auch die heimische Region sind beliebte Urlaubsziele. Doch auch im Urlaub hat Schulleiter Benedikt Mancini alle Hände voll zu tun. Stundenpläne müssen geschrieben werden, die Corona-Lage muss im Blick behalten werden und zudem schwelt ein großes Thema über dem Schulleiter, die Gaskrise. Wir hoffen, dass wir über den Winter kommen, den Betrieb aufrechterhalten können. Notfalls könnten wir natürlich auch Module sozusagen aus der Corona-Krise nochmal aktivieren. Fernunterricht, wir sind gut ausgestattet digital. Das könnte man für ein paar Wochen auch in einer solchen Krise umsetzen. Das wäre durchaus möglich. Geübt hat sich Mancini schon als Krisenmanager. Sowohl Corona als auch den Ukraine-Krieg mit einigen Flüchtlingskindern, die in Bammental zur Schule gegangen sind. Jetzt dürfen, wenn auch nur für einen Moment, die Ferien genossen werden. Ferien genießen, das gilt natürlich auch für alle Schülerinnen und Schüler rund um Heidelberg. Da geht es ja traditionell los auf der Neckarwiese heute schon. Das war in den vergangenen teilweise dann aber auch eine Sause, die ein bisschen zu kräftig war. Da ist es dann nämlich doch ein wenig ausgeartet. Entsprechend hat sich dann die Polizei auch heute schon vorbereitet und unter der Theodor-Heuss-Brücke sich am Mittag versammelt. Also gewappnet sein, denn nach all den Ausschreitungen und Lärmbelästigungen in den vergangenen Jahren soll es heute deutlich gesitteter ablaufen, auch wenn natürlich der Partypeak am Abend erst noch erwartet wird. Emilio Negrelli hat mit Horst Wetzel vom Polizeipräsidium Mannheim gesprochen. Auch heute wurden mit den Zeugnissen die Sommerferien in Baden-Württemberg eingeleitet. Dies ist zumeist ein Grund zu feiern. In Heidelberg passiert das auf der Neckarwiese. Genau dort stehe ich jetzt und habe die Möglichkeit, mit Horst Wetzel zu sprechen, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Schönen guten Tag, Herr Wetzel. Auf was stellen Sie sich denn heute ein? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Wir stellen uns heute darauf ein, dass viele Schüler aus Heidelberger Schulen, aber auch aus der Umgebung hier den Weg auf die Neckarwiese finden, um hier gemeinsam zu feiern, gemeinsam mit den Erholungssuchenden, die hier sind, aber auch mit den Anwohnern, die sich auf der Neckarwiese gesellen werden. Und das Ganze natürlich mit vermutlich Alkohol, und es stellt ein kleines Problem, eine kleine Herausforderung insgesamt dar. Dafür ist die Polizei präsent, zum einen mit Jugendschutzstreifen, insbesondere was der Konsum von harten Alkoholikas betrifft. Da werden wir dann schon einen Griff machen. Aber wir werden natürlich hauptsächlich als Ansprechpartner und als Kommunikationspartner für die Anwesenden hier da sein, um gegebenenfalls entsprechend einzuwirken. Das Ganze führen wir hier auf dem Land, also auf der Neckarwiese, aber auch wasserseitig durch. Dort wird heute im Lauf des Einsatzes die Wasserschutzpolizei präsent sein, um quasi auch die Seite Wasser abzudecken. Worin genau sehen Sie denn die größten Herausforderungen bei solchen Feierlichkeiten für den Polizeieinsatz? Das größte Problem wird sein, dass natürlich die Jugendlichen oder insgesamt die Feiernden an ihre Grenzen kommen und die Grenzen zumindest anreißen bzw. vielleicht auch überschreiten. Das kann eben, wie schon gesagt, durch Alkohol die Folge sein. Und wenn die Personen oder die Schüler das nicht einschätzen können, dann müssen wir darauf einwirken. Nach Abschluss der Überwachung und Begleitung einer solchen Feierlichkeit, was ist denn das Ziel, was die Polizei immer hat? Was soll bestenfalls eintreten, damit es ein gelungener Einsatz war? Ja, das ist relativ einfach zu sagen, und zwar, dass keiner verletzt wird, dass alle zufrieden nach Hause gehen und sich dann an den schönen Tag hier erinnern werden und das vielleicht über viele Jahre, wenn es dann darum geht, sich zu erinnern an den Schulabschluss bzw. an den letzten Unterrichtstag und Ferienstart. Gegen Abend werden die meisten Schüler voraussichtlich eintreffen. Mit wie vielen Personen rechnen Sie denn hier auf der Neckarwiese? Also wir zehren da ein bisschen aus unseren Erfahrungswerten der Spitzenzeit in den letzten Jahren. Wenn man mal die Corona-Zeit ein bisschen ausgrenzt, waren bis zu 2000 Schüler hier auf der Neckarwiese. Also realistisch dürfte das dann auch wieder so zwischen 1000 und 2000 Schüler sein, die zusätzlich heute hier auf der Neckarwiese sein werden. Herr Wetzel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es gibt Neuigkeiten bei Kriminalfällen aus der Metropolregion. Im Falle der 64 Jahre alten Toten aus Sinsheim steht nun der Ehemann unter dringendem Tatverdacht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Ermittlungen der Sonderkommission Hecke hatten bereits in der vergangenen Woche den 66 Jahre alten Mann in den Fokus der Untersuchung gebracht. Er sitzt aktuell wegen Mordverdachts in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie möglichen Motiv dauern an. Hinweise auf einen Tatzusammenhang mit einer Facebook-Chatgruppe, die bestätigten sich jedoch nicht. Und es gibt auch Neuigkeiten im Falle des vorgestern nachts aufgefundenen Toten in einer Mannheimer Wohnung. Die Polizei hat drei Männer festgenommen, einen 20 Jahre alten, 23 und 49 Jahre alten Mann. Sie stehen unter dem Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags. Laut Polizei wies die Leiche auch Spuren stumpfer Gewalt auf. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern auch hier an. Jetzt gibt es weitere Nachrichten, knackig zusammengefasst von Jara Forschner und Johanna Schädel. Gedenken an Nazi-Verbrechen. Die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muterim Aras hat heute Vormittag die KZ-Gedenkstätte Neckarelz in Mosbach besucht. Die Schule wurde 1944 bis 1945 von dem Nazi-Regime zu einem Konzentrationslager umfunktioniert. Heutzutage dient das Gebäude wieder als Lernort. Wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Die Frage ist ja, wie man Erinnerungsarbeit den Kindern und Jugendlichen näher bringt. Und wenn das pädagogische Konzept stimmt, dann ist es durchaus mehr vorteilhaft, weil es eben ein authentischer Ort ist. In den vergangenen Jahren hatte sich die Gedenkstätte für eine regionale Aufarbeitung der NS-Geschichte stark gemacht. Überraschende Prognose. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat heute seine Halbjahreszahlen bekannt gegeben. Nach einem starken zweiten Quartal erwartet der Chemieriese für das Jahr 2022 einen Umsatz zwischen 86 und 89 Milliarden Euro. Bis zu 15% mehr als bisher geplant. Hintergrund: gestiegene Rohstoffpreise konnten an die Kunden weitergegeben werden. BASF-Chef Bruder Müller gibt sich außerdem optimistisch, dass das Unternehmen
Unternehmen auch bei einer möglichen Gasmangellage weiterhin am Standort Ludwigshafen produzieren kann. Blutige Auseinandersetzung. In den frühen Morgenstunden kam es in einer Kaffeebar in Eppelheim zu einem folgenschweren Streit zwischen mindestens zwei Gästen. Eine Person wurde dabei verletzt und hatte starken Blutverlust zu beklagen. Nach Informationen der Polizei wurde diese durch ein Glas verursacht. Bauhofmitarbeiter mussten die meterlange Blutspur auf dem angrenzenden Gehweg und Zebrastreifen entfernen. Details zu den Hintergründen des Streits sind bisher nicht bekannt. Achtung, unseriöse Werbung. Die baden-württembergischen Lebensmittelkontrolleure warnen vor irreführenden Angaben bei Nahrungsergänzungsmitteln. Das geht aus dem heute Morgen vorgestellten Bericht zur Lebensmittelüberwachung hervor. So sei beispielsweise mit einem veganen Fruchtgummi geworben worden, das gegen Haarausfall helfen soll. Hauptfokus lag bei der Untersuchung auf sogenannten Influencern in sozialen Medien. 1200 Kilometer, also das ist für die meisten von uns mit dem Auto schon richtig heftig, das Ganze mit dem Fahrrad zu machen. Das ist dann aber auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und André Brehm möchte das packen, und zwar für den guten Zweck. Der Kochlehrer von der Justus von Liebig Schule in Mannheim ist heute auf seine Reise gestartet. Das Ziel ist das SOS Kinderdorf Aguda in Tunesien. Und nur mit Fahrrad, Kochutensilien und Zelt will der Lehrer und Küchenmeister diese mehr als 1000 Kilometer zurücklegen und dabei pro gefahrenen Kilometer 1 Euro an Spenden sammeln. Das Geld soll dann für ein großes gemeinsames Festmahl verwendet werden, natürlich selbst gekocht, von und mit den Kindern des SOS Kinderdorfs. Seine Fahrt durch Deutschland, Frankreich und Tunesien dokumentiert der 52 Jahre alte Mannheimer dann auf seinem YouTube-Kanal. Und Luca Simonis hat ihn heute vor der Abfahrt getroffen. In zwei Wochen knapp 1200 Kilometer mit dem Rad. Da muss man schon ein bisschen verrückt sein. Herr Brehm, wie sind Sie denn auf die Idee überhaupt gekommen? Ja, ich bin begeisterter Radfahrer von Haus aus und Koch aus Leidenschaft. Und Kochen verbindet. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt 1200 Kilometer nach Tunesien in SOS Kinderdorf und koche mit den Kids vor Ort. So eine große Reise will natürlich auch geplant sein. Wie sahen denn da konkret die Vorbereitungen aus? Ja, Vorbereitungen, wie fährst du am sichersten durch Frankreich, und ohne dich zu verfahren? Und dann gibt es ja Flüsse in Frankreich und da hangle ich mich jetzt entlang. Und in Marseille nehme ich dann die Fähre und dann geht es rüber nach Tunesien. Das war so die Vorbereitung auf den Weg. Und die andere Vorbereitung, sportlich, viel Fahrradfahren, mental viel schlafen, gute, gesunde Ernährung und dann geht's los. Das große Ziel ist ja am Ende das gemeinsame Kochen mit den Kindern im SOS Kinderdorf. Warum denn gerade Kochen? Ja, Kochen verbindet und Kochen ist international gleich, kann man sagen. Man macht den Herd an, man kauft sich die frischesten und die besten Zutaten auf dem Markt und geht dann in die Küche und diskutiert, was machen wir daraus. Ja, machen wir aus den Tomaten eine Tomatensoße oder machen wir aus den Tomaten einen Tomatensalat? Da geht es ja schon mal los. Und die Diskussion ist das, was uns am Leben erhält. Und dann einigt man sich und macht dann eine Tomatensoße und einen Tomatensalat vielleicht und hat dann im Endeffekt ein leckeres Gericht. Ja? Spaghetti Bolognese und einen Tomatensalat. Und was gibt Schöneres? Und deswegen Kochen verbindet. Man diskutiert gemeinsam am Herd und arbeitet gemeinsam und hat dann das Ergebnis in einem leckeren Gericht. Ist doch einfach super. Pro gefahrenen Kilometer wollen Sie etwa 1 Euro an Spenden sammeln. Wie kann ich mir das vorstellen? Also gibt es da Sponsoren oder können da zum Beispiel unsere Zuschauer auch was dazu beitragen? Sponsoren gibt es leider nicht. Ich habe jede Menge Fahrradhändler aus dem Umland angeschrieben. Ich habe jede Menge Banken, Versicherungen oder sonstige Unternehmen angeschrieben. Keiner wollte mich unterstützen. Deswegen das haben meine Schüler gebaut, die SOS Children Village Spendenbox sozusagen. Da gehe ich auf die Straße und frage einfach die Leute, spendest du mir 1 Euro für den gefahrenen Kilometer? Ich hoffe, dass die Box am Ende des Tages voll ist. Und ich den Kindern dann auch am Ende der 14 Tage was Leckeres kochen kann gemeinsam. Eine zweite Möglichkeit ist noch, ihr könnt auf PayPal spenden oder ihr könnt auch dann bei der Tour, seht ihr dann verlinkt, meine IBAN-Nummer von dem Schülerkonto. Herr Brehm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine gute Reise. Dankeschön.
Die Daumen sind gedrückt für die Aktion und natürlich auch für ein Traumfinale bei der Frauen-Europameisterschaft in England. Also das wäre schon was. Die Engländerinnen warten ja schon und wenn dann auch noch Deutschland dazu käme im Wembley-Stadion, besser geht es nicht. Heute Abend müssen sie aber erstmal den nächsten Stein aus dem Weg räumen und das ist Frankreich. 21 Uhr ist da Anpfiff und auch wenn alle bester Dinge sind im deutschen Team, der Ausfall von Clara Bühl ist schon ein Wermutstropfen für die DFB-Elf. Die Offensivspielerin und Leistungsträgerin muss nämlich aufgrund eines positiven Corona-Tests passen. Als Favoritin auf einen Platz in der Startelf gilt jetzt Jule Brandt, die 19-Jährige aus Dudenhofen. Wurde bislang in jedem Turnierspiel eingewechselt. Aber egal wie, bleibt die Mannschaft von der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg weiter ohne Gegentor, dann ist das Finale safe. So einfach ist die Rechnung. Und dann wird es sicher auch wieder den einen oder anderen ja, obligatorischen Freudentanz in der Kabine geben. Freudentänze haben wir heute möglicherweise auch beim FC Astoria Waldorf. Das ist ein absolutes Highlight, das da ansteht, nämlich der Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist dort zu Gast. Und nicht nur der, auch unser Reporter Max Fischer. Aber Max, also das Spiel läuft schon. Bevor das Spiel überhaupt angepfiffen wurde, da gab es schon absolutes Highlight. Ja, spektakulär ging es hier heute schon vor dem Anpfiff los. Rund 10 Minuten vor Spielbeginn reibten sich ja alle verwundert die Augen und schauten gen Himmel, als plötzlich ein Fallschirm im Mittelkreis landete. Und die Überraschung war dann noch umso größer, als der Astoria-Vorsitzende Wilhelm Kempf aus diesem hervorging. Aus 3500 Meter ist er gestartet, 2000 Meter freier Fall. Herr Kempf, haben Sie sich den Segen von oben für das Spiel hier heute abgeholt oder was hatte es mit dieser Aktion auf sich? Natürlich, ich versuche zwar, dass es auch etwas Glück bringt, aber bisher hat es nicht geklappt. Aber ich hoffe, dass es jetzt kommt. Es war toll, ein toller Fallschirmsprung wieder, wunderbares Wetter und zwar ein Erlebnis. War nicht das erste Mal, das war das dritte Mal schon. Ein Erlebnis ist ja hier heute auch das Spiel Eintracht Frankfurt zu Gast in Waldorf, die mehr oder weniger mit dem kompletten Orchester hier heute vertreten sind. Es steht 0-2 aus Ihrer Sicht, rund 15, 20 Minuten sind gespielt. Was wollen Sie heute von Ihrer Mannschaft sehen? Ja, das wird schon noch besser. Das Ergebnis wird schon das revidiert, hoffe ich. Und ich glaube schon, dass unsere auch nach einer gewissen Zeit, wenn sie etwas warm sind oder eingewöhnt haben an die große Mannschaft Frankfurt, dass sie da auch etwas besser mitspielen. Das hoffe ich und ich glaube, sie machen es auch. Jetzt ist es ja nicht gerade gewöhnlich, dass Sie gegen solche Bundesligisten oder auch so eine Mannschaft mit europäischem Glanz wie Eintracht Frankfurt spielen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Spiel? Das war schon vor 3-4 Jahren die Frage. Damals war schon vereinbart, dass wir spielen. Aber dann kam dann etwas dazwischen bei Frankfurt. Da haben sie ein Pokalspiel in Ulm verloren, wollten nicht zu uns kommen, auch Regionalliga-Mannschaft. Und das haben wir verstanden. Und dann kam Corona. Also war schon lange, lange vereinbart. Und jetzt im Mai hat mich Herr Beiß angerufen von Frankfurt und gefragt, ob wir dies hätte machen können. Das ist versprochen. Und zwar war das ganze Sache angeleitet von der Kronbacher Brauerei. Die hat das alles auch gemanagt und dafür sind wir unheimlich dankbar. Jetzt wollen wir noch auf Sie, auf Astoria Waldorf blicken. Da geht die Saison am 6.8. los mit einem Spiel bei Eintracht Trier. Letzte Saison sind Sie als Zehnter eingelaufen. Seit 2014/15 sind Sie konstant in der Regionalliga Süd vertreten. Was erhoffen Sie sich von der kommenden Saison? Womit werden Sie glücklich? Ist sogar vielleicht auch mal die Tür an die dritte Liga ein Ziel? Das ist nicht das Ziel. Das wollen wir auch nicht. Wir sind nach wie vor Amateure. Wir trainieren nur abends. Also nicht wie die anderen 80% der Regionalliga, wo mittags und abends trainiert. Wir sind nur Amateure und das wollen wir auch bleiben. Und wir gehen jetzt in die 9. Runde in die Regionalliga mit dem gleichen Trainergespann. Das erleben wir auch selten. Und dafür sind wir unheimlich dankbar. Und auch die Runde, glaube ich, der Wunsch ist, dass wir einen einstelligen Platz kriegen. Und das, glaube ich, die junge Truppe, die ist ehrgeizig und hat einen unheimlich guten Zusammenhalt. Und eine gute Moral, da bin ich überzeugt und da haben sie auch das Vertrauen von uns. Sie packen das, dass sie einen einstelligen Platz schaffen. Konstanz wird hier also in Waldorf groß geschrieben, aber konstant gut ist momentan auch die Frauennationalmannschaft. Die spielt heute Abend ihr EM-Kracher gegen Frankreich. Vielleicht noch ein kurzer Tipp, eine kurze Einschätzung von Ihnen zu dem Spiel? Also ich glaube, dass die heute Abend wieder zu 0 spielen und 3-0 gewinnen. Dann drückt. Ja, und bei uns ist auch noch konstant, ist auch bei uns 23, der Trainer geht ins 15. Jahr. Das ist auch sehr selten. Dann drücken wir Ihnen für die Saison, aber auch heute für das Spiel und vor allem den DFB-Mädels heute Abend die Daumen und sagen vielen Dank fürs Gespräch. Alles klar, danke. Jawohl. Dankeschön, Max. Genau, Daumen sind gedrückt. Daumen drücken wir natürlich auch Arkadiusz Dziambor, der Spieler der Adler Mannheim. Der wird nämlich bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada aufs Eis gehen. Die deutsche Auswahl trifft dort im August unter anderem auf den Titelverteidiger, die USA, auf Österreich, auf Schweden und auf die Schweiz. Wir machen eine kurze Pause nach so viel Sport und sind dann gleich wieder für Sie zurück mit der Frage, ja, was ist jetzt tatsächlich gesünder, Vollkornbrot oder auch Weißbrot? Die Antwort wird Sie überraschen.
Willkommen zurück bei Ron. Eine Studie sagt, dass es eigentlich kaum einen Unterschied zwischen Vollkornbrot und Weißbrot gibt. Glauben Sie nicht? Naja, Julia Kapp ist dieser Frage nachgegangen. Für unser Experiment frühstückt Reporterin Julia streng nach Plan. Ich werde jetzt nämlich eine Woche lang nur Weißbrot essen und daraufhin die Woche ausschließlich Vollkorn. Mich interessiert nämlich sehr, was das mit meinem Körper macht. Also vertrage ich Vollkorn tatsächlich so viel besser als Weißbrot? Ärztin Dr. Anke Rosenthal wird unsere Reporterin während ihres Selbstversuches begleiten und ihre Blutwerte nach Weißbrot und nach der Vollkornwoche auswerten. Sie erwartet so einiges, denn wenn Sie viel Vollwertprodukte essen, kommt es dazu, also die Verdauung verändert sich, um auf den Punkt zu bringen. Ja, da müssen Sie häufiger zur Toilette. Manche Patienten haben auch Blähung, die vertragen das gar nicht, diese Vollwertprodukte. Ich denke, dass Sie da Ihre eigenen Erfahrungen machen werden. Los geht das Experiment mit einem Sandwich. Natürlich mit Weißbrot. Ein Nachteil fällt ihr dabei direkt auf. Geschmacklich finde ich das top. Das Problem ist gerade nur, ich habe immer noch Hunger. Jetzt brauche ich noch mal zwei Scheiben. Und das ist nicht verwunderlich, denn Lebensmittel aus Weißmehl enthalten leicht verdauliche Kohlenhydrate und machen daher weniger satt. Übrigens, Weißbrot hat pro 100 Gramm ca. 270 Kalorien. In der Mitte ihres Experiments zieht Julia ein erstes Fazit. So nach einer Woche nur Weißbrot, muss ich sagen, fühlt mir überhaupt nicht schwer. Bekommt man an jeder Ecke, schmeckt gut. Hat für mich persönlich irgendwie nur so einen Negativeffekt gehabt. Und zwar war ich, glaube ich, lange nicht mehr so müde und so kaputt. Ob das wirklich am hohen Weißbrotkonsum liegt, wird Julia später noch herausfinden. Jetzt heißt es für sie aber erstmal nur noch Vollkorn. Bei Vollkorn handelt es sich um das volle Korn jeglicher Getreidesorte, also inklusive Schale und Keimling. Und hat damit in puncto Ballaststoffen die Nase vorn. Das Vollkornbrot macht sich bei unserer Reporterin vor allem an einer Sache bemerkbar. Ich muss auf jeden Fall auf Toilette jetzt erstmal. Es regt wahnsinnig die Verdauung an, also es ist wirklich unglaublich. Aber zeigt sich auch in den Blutwerten unserer Reporterin eine Veränderung? Nach einer Woche Vollkorn und einer Woche Weißbrot trifft sich Julia ein letztes Mal mit Ärztin Dr. Anke Rosenthal, um die Ergebnisse zu besprechen. Von der Blutentnahme gibt es keine Unterschiede. Okay, Wahnsinn. Also ich bin eigentlich recht zufrieden damit, weil ich jetzt weiß, dass ich mir das Toastbrot morgens nicht verkneifen muss, auch wenn es aus Weißmehl ist. Nein, ist kein Problem. Es ist ja immer ein Gesamtbild von allem und deswegen kann man ja auch gar nicht jedem Patienten eins zu eins sagen, ja, mach das so, mach das mal so, weil jeder hat auch andere Essgewohnheiten, andere Tageszeiten und andere Verträglichkeiten oder Unverträglichkeiten. Für unsere Reporterin macht es also keinen Unterschied, ob Weiß- oder Vollkornbrot auf den Tisch kommt. Jetzt gibt's noch die Wetteraussichten und dafür waren wir in Waldangelloch. Bei uns scheint für Sie immer die Sonne. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentiert Ihnen das Wetter. Es ist und bleibt sommerlich in der Ronn-Region. Leider fehlt es weiterhin an Regen. Bisher sind im Juli vielerorts keine 10 Liter auf den Quadratmeter zusammengekommen. So wird der Donnerstag zwar nicht mehr ganz so sonnig wie heute, aber immer noch sehr freundlich und natürlich trocken. Mit den Temperaturen geht es wieder einen guten Schritt nach oben. Die Höchstwerte erreichen 28 bis 31 Grad. Dazu weht immerhin ein böiger Ostwind. Am Freitag ist hier und da mal ein kleiner Schauer möglich. Viel wird es aber nicht und warm bleibt es auch. Das gleiche gilt für das Wochenende. Es bleibt trocken bei bis zu 29 Grad. Demnach steht allen sommerlichen Außenaktivitäten nichts im Wege. Seriös, fair, freundlich, wir sind immer für Sie da. Das Schmuck- und Leihhaus Dobczynski präsentierte Ihnen das Wetter. Eieiei, das tut uns jetzt aber leid. Jetzt haben wir das Wetter aus Waldangelloch angepriesen. Und was passiert? Es läuft der falsche Clip. Haben wir aber auch nicht mehr genug Zeit, den anderen zu starten. Ich glaube aber, Simon wollte einfach nur, dass wir etwas mehr Zeit für Hauke? Ja, süße Baby-Flamingo-Küken haben, die wir auch sehen können. Boah, das sieht echt nicht lecker aus. Ab damit. Oder das war es nicht. Das waren nicht die Flamingos. Da sind die Flamingos. Und das Besondere, hier sehen wir ja jetzt, eigentlich haben die ja diese typische orangene Farbe. Die Kleinen, die sind aber weiß und ganz
ganz kuschelig und haben noch einen geraden Schnabel. Ne? Auch der verkrümmt sich erst nach ein paar Wochen, da sehen wir sie. Und ich find's wahnsinnig toll, wie Hauke die Fassung behält. Lecker sehen die wirklich nicht aus. Tut mir leid. Ja, süß auf jeden Fall. Oh, ich liebe Flamingos. Ja, ich auch. Oh Gott, herrlich. Ah, ja, aber Zeit für den Feierabend. Ja, ja. In Waldangeloch war es übrigens heute bewölkt. Wir haben die Bilder nicht gesehen, aber ich habe sie ja vorhin gesehen. Es war bewölkt und es ist ein schönes Dorf. Wir sehen uns so. Morgen wieder, dann habe ich mich auch eingekriegt. Morgen in alter Frische.